So, hallo. Ich wollte euch mal meinen Einrad-Einspur-Anhänger vorstellen. Den habe ich mir gebaut als Reisehänger. Möglichst leicht und so, dass man eine Solarzelle obendrauf beweglich montieren kann. Mit dem Konstrukt war ich dann letztes Jahr im Frühjahr, also 2022, in Slowenien. Eine 100 Watt Zelle hinten drauf mit einer größeren Eurobox für Gepäck und Camping etc. Hinten drauf noch ein Drybag mit Zelt. Ja, das Ergebnis ist, eine 100 Watt Solarzelle reicht nicht. Es war überwiegend sonnig und Slowenien ist bergig. Das heißt, es ist knapp. Das ganze Ding ist gebaut aus Pappelsperrholz. Ist natürlich nicht feuchtebeständig, deswegen lackiert. Dann wesentliche Teile aus Buche Multiplex. Dann ist das ganze Ding auch noch gefedert. Das sind Ventilfedern aus einem Land Rover Zylinderkopf, das man noch so rumliegen hat. Eurobox ist fest mit verschraubt. Vorne sind noch Flaschenhalter dran. Die Deichsel ist ein Edelstahlrohr. Das ist wahrscheinlich oder ist sicher zu schwer. Dann an der Stelle hier geklemmt und verschraubt mit dem Holz verbunden. Das heißt, man kann es für den Transport auch auseinanderstecken. Die Halterungen hier oben sind für die Solarzelle gewesen. Haben jetzt keine Funktion mehr. Eben hinten kamen die Alustreben, kamen später noch dazu, weil das Heck zu arg hin und her geeiert hat. Genau, dann ein wesentliches Teil ist natürlich das Kardangelenk. Das ist eine umgearbeitete Lenksäule von einem DDR-Klein-LKW, einem Robur. Ne, einem Multicar. Ich habe einfach geschaut in eBay, ich brauche Stahl, Kreuzgelenk, spielfrei. Das erste Provisorium, das ich gebaut habe mit Schrauben und Zeug, hatte zu viel Spiel. Das stört beim Fahren ganz extrem. Und hier musste ich noch einiges an Material wegnehmen, weil eine Kardangelenk aber ein Kardangelenk für eine Lenksäule nicht solche Winkel machen muss, wie es in meinem Fall das macht. Ja, dann habe ich hier noch eine zusätzliche Seitenstütze, damit das Ding nicht nur auf dem Fahrradständer steht. Und das heißt, wenn man dann hier Kurven fährt, kann sich das sehr weit bewegen. Geht rauf, geht runter, kann sich aber nicht drehen, deswegen fährt der Hänger immer exakt mit der gleichen Neigung wie auch das Fahrrad. Ich zeige euch das nochmal, wenn der Hänger leer ist, dann wird es besser. Genau. Das ist das Teil. Jetzt dient er nicht mehr als Reisehänger, sondern trivial zum Einkauf. Der fährt total ruhig hinterher. Also man merkt Bodenwellen und so, spürt man natürlich. Aber ich hatte erst ein Konstrukt, wo er hinterm Hinterrad mit einem Gelenk war, wie die Burleys. Wenn man das selber baut, das hat alles ein bisschen Spiel. Das war total eirig und wackelig und
Da wollten wir auf gar keinen Fall schneller wie 30 fahren. Jetzt so läuft der absolut ruhig hinterher. Also kann man auch mit 50 einen Berg runter. Beim Bremsen merkt man dann, dass man Gewicht hinten dran hat. Aber fährt eigentlich total ruhig hinterher. Jo, soweit dazu. Ich zeige euch noch, wie das mit dem Kippen geht. So ist das Kragengelenk. So neigt sich dann das Fahrrad samt dem Hänger. Dann fährt es immer schön brav hinterher. Wenn man den Hänger nicht braucht, und einfach abschrauben. So.